Geralt oder Houdin, da sind wir wieder zurück bei The Witcher 3. Jetzt haben wir gerade kurz... Aber was sollte er damit denn wollen? Ja, ja, genau. Gestern sag ich schon, letztes Mal haben wir jetzt... Hey, guten, Meister Hexer, wir haben mein Geschenk für dich. Rittersporn. Guck mal, die da vorne bringen mich hier schon voll aus dem Wind. Haben wir den guten Rittersporn befreit. Sehr schön, jetzt, was wollen die denn? Oh, wir sind, dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Kriegen wir einen. Lebt wohl. Vielen Dank. Jetzt haben wir ein Porträt in der Tasche. Lesen. Guck mal, das hier drehen, malen. So, wir müssen uns jetzt ja noch raussuchen, was wir jetzt als nächstes machen. Wenn wir hier unten schon sehen, dann werden wir erschlagen von Aufgaben. Was ich als allererstes machen möchte, ich möchte diese verfluchten Ghule endlich mal erledigen. Laut... können wir doch jetzt hier... War das hier nicht Kleinweg? Hier, besiege die Ghule. Wir können jetzt langsam die Ghule mal in Angriff nehmen. Die Frage ist, ob wir da jetzt einfach reinspornen. Von kleinen Wegen. Eigentlich ja, denn ist ganz schön... Ach komm, wir machen es einfach. Wir versuchen unser Glück. Hallo. Dankeschön. Cool, dass die Viecher auch mitten vor uns. Ha! Alter, was war das denn für ein Move? Warum wird das denn auf einmal... Slow-mäßig. Habe ich nichts gegen? Alter. Schon ganz cool. Oder können wir da ausweichen? Oder was können wir da machen? Ha. Einer ist noch. Ach, das ist so Ausweichtaktik oder wie? Nice. Wir haben es endlich geschafft. Haben die krassen Ist Gute. Da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Jawohl. Klopf, klopf. Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Ich glaube irgendwie nicht. Ich wollte gesagt... Ah, wir nehmen mal das einfach. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was... Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Wir gucken uns um. Mach mal Platz hier. Hallo. Leute. Was hier los? Die Götter seien mit dir. Wir haben ein Buttermesser. So. Ah, scheiße. Erkunde das Dorf mit der Hilfe deiner Hexersinne. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Interessant. So, da haben wir noch was. Da haben wir noch was. Was ist denn die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Okay, das klingt interessant oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Es geht auf jeden Fall hier rein. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Ihr alle seid in Gefahr. Und nur ich kann euch helfen. Ich bin der Einzige, der diese Bedrohung beseitigen kann. Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben?
Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Ja. Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Dann hast du zwei. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Und wir gehen natürlich in die Tunnel. Ja, das ist doch... Das ist doch hier wieder... Typisch Geralt. Die Bretter lassen sich anheben. Bin dann ja mal gespannt, was uns da unten erwartet. Vorher natürlich einmal den obligatorischen Save. So. Sollten vielleicht auch ein wenig was speisen. Fackel könnte ich gebrauchen. Rüstung zerfetzt, Arterien aufgerissen. Ein Ekina hat hier geschlafen. Bis er von den Dörflern geweckt wurde. Ich hör dich. Ich hör dich. War der Ekima nicht... Wir gucken mal eben ganz kurz ins Glossar. Ekima. Ich muss niesen. Ja. Eki, Eki, Eki. Moment, Moment, Moment. Ich muss niesen. Oh, da bin ich wieder. Pardon. Okay. Ekima Kern. Ach ja, den müssen wir ja auch noch machen. Agail. Sarastri. Die müssen wir auch Ekiman. Vampiröl und Teufelsbovist. Vampiröl müssten wir besitzen. Sogar das verbesserte Vampiröl. Geil. Haben wir, ja, Teufelsbovis haben wir auch. Können wir da vielleicht sogar... Hier ist ein Fliegeviech. Calcium und Stubblefortz Staub. Aber wir können Konstruktöl herstellen, das ist doch schon mal schön. Wir stellen einfach her. Müssen mal, glaube ich, ein bisschen hier auf Suche gehen. So. Make it light. Do it quick, hard and dirty. Boy. Alter. Na hallo? Schön ist was anderes. Hässlicher Bastard. Ach, das ist Sarastri. Klar, das war's mit dir. Bloedait. Die Bestie von Kleinwege. Da haben wir sie. Schönes Messer, Geralt. So, wir gucken uns natürlich erst noch mal ein bisschen um. Ja, hier, was haben wir? Vollmond. Den hatten wir vorher noch nicht, ne? Von hier sind wir gekömmt.
Gucken uns aber mal. Komm, mach mal Licht an hier. Danke. Hier ist dicht. Ah, noch ein paar Glyphen. Glyphen. Die Sprüfen. Sprich mit Bythomir. Ja, das. Geralt. Warst du kurz unsichtbar? Wir sind verdammt. Achso, hier können wir jetzt nicht noch. Oh, doch, hier. Da können wir noch gucken, was da ist. Eine moosbewachsene Wand. Sehr interessant. Komm, nimm die Leiter. Dankeschön. Nee, nee, die kannst du dir wieder hinten in deinen Rucksack. Arschtasche stecken. So, wo ist er denn, der Bythomir? Bythomir, wie ich dir. Gute Götter, er lebt! Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? So ungefähr. Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du dir... Genau. Meine Bezahlung. Geralt, bist aber hier. Leb wohl. Oh, der ist doch ganz schön forsch hier heute. Mann, was hat der denn heute? So, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Was haben wir hier? Nö. Ist alles noch ein bisschen heavy burn, wollte ich mal sagen. Was haben wir hier? Oh, guck mal, dann gucken wir uns einmal das Schemata da oben nochmal an. Wir machen jetzt so ein bisschen Side-Queste. Pushen uns nochmal so das ein oder andere Mal hoch. Was haben wir denn hier? Sprich mit Bruno. Vermisste Bruder. Das ist auch noch eine Quest. Dann dackeln wir da hoch. Und dann würde ich meinen... Wir können ja mal in die Quests gucken. Habe ich eine Hauptquest, die... Ja, Skellige würde ich dann in Angriff nehmen, oder? Was haltet ihr davon? Wir können jetzt hier noch ein bisschen... Ja, das machen wir jetzt noch ein bisschen. Ach, das was war, ist mit den Minen, in die er die Mädels aus Bella gebracht hat? Aufruf an Ritter Geralt von Riva mit der Brücke im Wappen. Geralt von Riva, im Namen unserer gnädigen Souveräns, ihrer allergnädigsten Herrin Anna Henrietta reisten wir in die nördlichen Königreiche, um dir von unserer Mission zu berichten. Ein schreckliches Monster sucht das Herzogtum Toussaint heim. Eine Bestie, die sich abscheulichster Verbrechen an den Untertanen der Herren schuldig gemacht hat. Nur der größte aller Hexer ist in der Lage, dieser Bestie die Stirn zu bieten. Daher möchten wir dich bitten, dich in dem Dörfchen Hohlweg einzufinden. Wo wir voller Hoffnung darauf warten, dass du unser Flehen hörst und unsere Heimat aus den Fängen der Furcht befreist. Deine bescheidenen Diener Palmerin de L'Enfant und Milton de Periac-Perion. Dankeschön. Gucken wir uns an. Müssen wir den jetzt lesen? Nö, das haben wir ja gemacht. Ich hab gehört, da hätte eine Echse ihr Nest gebaut. Ey. Das wollten wir jetzt ja noch nicht. Das ist, glaube ich, ein wenig... Ich weiß gar nicht, welche Stufe... Ja, nein. Diese Löcher würde ich nicht für Geld und gute Worte kriegen. Können wir wann anders machen? Damals, in Novigra. Du, damals. Mein Vater hat mich mal mitgenommen. Er wollte dich bestimmt an einen Bett. So. Ja, genau, sehe ich auch so. Mensch, ein Steinkreis. Nee, gar nicht. Abgeschlagene Bäume. Ja. Wild hundert ihr hier mal ein bisschen rum. Ich habe da keine Zeit für. Wir pirschen durch die Wildnis. Hallo Wildnis. Manno. Ich möchte doch nur einmal singen. Baum. Baum. Ah, nö. Wir versuchen unser Glück. Ich will gespannt sein, ob wir das Viech da oben
Komm runter. Auf einen Meter. Von mir aus auch auf zwei. Hallo. Ach, scheiße. Wie schmeckt dir das, Silber? Oh, 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 oh. Der war ja mal richtig gekonnt. Oder einfach nur Glück. Nee, nee, nee. Komm mal wieder runter. Ich kann jetzt lane. Da lane. Gar nicht Schwänze. Gekonnt. Oder so ähnlich. So, wir suchen jetzt hier. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich stimme zu, Geralt. Guck dir das Zeichen nicht so lange an. Wir müssen uns umgucken. Ich möchte das Schemata finden. Schemata, Schema B. Guck dich um. Gefunden. Das freut doch das Herz und die Nieren. Wir gehen mal lieber hier rauf und können mich dann hier mal ein bisschen. Das ist ja auch Skellige. Triff Nidas bei der eingestürzten Brücke nördlich von Arimbjorn. Ist auch Skellige. Geh nach Faroe und suche Hammond. Auch Skellige. Wir haben ganz schön viel in Skellige zu tun. Die fliegenden Fäuste. Den müssen wir noch machen. Gwind. Ja. Schwert und Knödel. Das ist auch Skellige. Aber hier über. Genau, das müssen wir in Novigrad machen. Den Kaufmann. Triff Roch in sein. Roch in seinem Lager. Ah, die müssen wir auch noch machen. Hier Rittersport. Ah, die drei. Darüber kümmern wir uns jetzt, glaube ich, mal. Wir suchen erstmal Vernon Roch auf. Komm ran, Plötze. Der Schwanzgabel ist weg. Müssen wir mal gucken. Müssen wir wieder zur Taverne am. Ah, aber ich. Dankeschön. Hey! Hot! Vom Schafott. Da sind wir ja eigentlich ganz gut durchgekommen. Mit Querfeld ein. Einmal nochmal. Ich könnte auch einen guten Necker abgeben. Oder ihn synchronisieren. Komm, gib Stoff, das wird schon dunkel. Ist schon 19 Uhr, du. Das ist nicht dein Tag. Nee, du. Meine auch nicht, wenn ich die Hügel hier schon wieder sehe. Oh, geil! Wir wollten zu Rosche. Ja, Auge um Auge. Zahn um Zahn. Gucken wir doch mal, was der gute Vernon möchte. Du warst schon überall. Erzähl mal. Nee. Passieren sich die Weiber in Novigrad? Ein Hexer. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ah, komm. Heimlich wünschst du dir doch, dass ich hier bin. Träumst du von mir. Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Vysima ein Bordell auf. Was zum Teufel? Geralt von Riva. So heißt es. Gesund und munter. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel. Hatten wir doch schon. Du erwähntest ein Problem. Mhm. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden fünften Dörfler hängen. Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten.
So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Hui, gut, dass das Mikro gerade aus war. Da ging gerade der Feuermelder los. Auch nicht schlecht. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Ja, komm. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Den kennen wir, da sind wir mit, hier, Dingsbums, Mann, Wesemir, wie ist er? Ja, Wesemir angedüdelt. Hexer können nicht die Pocken kriegen. Das stimmt. Allzeit gesund und bereit. Scream, wo müssen wir hin? Galgenhügel. Was ist denn, schaffen wir heute doch noch ein bisschen, hier dies und das, ein bisschen neben den Sachen. Muss ich mir mal. Das ist die falsche Taste. Steck weg das Ding. Das ist die richtige Taste. Eieiei. Ja, ja. Sieht schon. Alter, verwalter aus. Und dann würde ich mal sagen, entweder in der nächsten oder in der übernächsten Folge spätestens bereisen wir Skellige. Erzähl mal. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Da. Drei Leute. Leichte Ausrüstung. Schleichenband. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Da. Oh. Sieht aus, als kämen wir zu spät. Rein da. Ja, ja. Komm mit. Ja. Du bist doch der, der jetzt hinter mir ist, oder? Richtig. Also, du bist der Langsame. Wes, 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 wo ist Wes? Ich geh mal auf die Knie. Hallo. Du machst das, ich muss zu Wes. Hallöchen. Ich grüße. Ich weiß nicht, ob euch das so gefällt, aber... Ich hab ein bisschen Glück, dass kein Sound... Was? Verlieren wir die Nerven? Alter! Dankeschön. So, wir haben best geholfen. Einmal den Rest da machen. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant. Zieh dir was an. Und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg. Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße. Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick doch mal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus!
Raus? Wohin raus? Fran! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Morang Teng. Nees, der Madawa. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Ich glaube, ich brauche ein Wörterbuch. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. In deinem Felsloch. Das ist nicht schwer. Das haben wir jetzt auch relativ fix für 2 Erfahrungspunkte von uns gemacht. Genau, jetzt wollte ich ja Nebenquests und mich um Philippa Eilhardt kümmern. Die Frage ist hier in der Nähe so ein Dingsi-Bumsi? Ist es? Und ich brauche ein... Oh, was? Ach ja. Ja, zwar schön, aber nö. Da ist der meine doch um einiges schicker. Auch hier. Ah, nee. Das ist auch nicht Freyas... Nee. So. Fertig. Oh. Mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, mit Insignia. Ich habe das Gefühl, dass ich bald wieder was verkaufen muss. Ja, ich liege da auch schon fast richtig. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in die Nähe des Temerischen Freischilder. Die sind da ganz schön nah. Wenn ich das mal so anmerken darf, lieber Vernon. Du hast da... Du hast da so in deiner Nähe... Leuchtet da gerade Plötze? Ach, ich habe da gerade das Axi auf Plötze angewendet. Ach, ja, stimmt. Kann ich das gute Tierchen beruhigen, wenn es droht durchzubrennen durch Monster. Das hätte mir mal in der einen Situation, ich weiß gar nicht mehr welche das war, gut helfen können. Erstmal ein Stückchen Käse. Estaya. Sprechen können wir noch mit ihm. Hui. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Mhm. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Die magische Kachel. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Dann gehen wir her, das gute Kachelding. Den guten Jörg Kachelmann. Was? Ein bisschen quatschen können wir noch. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her.
Dir die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Sehr wohl, das klingt doch nach einem Plänchen. Hast du was? Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Ja, ja. Aber diesen Plan, den ver... Ja, werde ich. Aber diesen Plan, den nehmen wir dann in der nächsten Folge in Angriff. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer. Reingehauen, Tüdelü. Once we were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil.